Servus, hier ist der Hans von Bonfire und viel Spaß bei der Blog of Rock. Hallo, willkommen bei The Block of Rock, deinem Hardrock und Heavy Metal Podcast Musikmagazin. Ich bin Uwe Lerch und ich nehme dich Backstage mit zu den Rockstars. Natürlich quatschen wir über die Musik, die uns alle verbindet, über neue Platten, über Livepläne und was früher so war. Aber wir sprechen auch über die Menschen dahinter. Was hat sie inspiriert und motiviert und welche Rockstar-Tipps haben sie für dich da draußen? In den Shownotes, das ist die Beschreibung zu dieser Episode, über die du das hier gerade hörst, findest du einen zentralen Link für alle weiteren Informationen, der dich aber auch in meine offizielle Facebook-Gruppe führt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier kennenlernen. Bist du nun am Start? Na dann komm doch mit! Diese Woche dabei Bonfire. Wir hatten ja bereits schon zweimal das Vergnügen, in die Arbeiten des neuen Almost Acoustic Albums Roots reinzuhören. Doch jetzt ist es endlich soweit. Ich hätte es fast vergessen, weil im Corona-Zeitalter gibt es so viele Verschiebungen von Konzerten und Releases, dass man nicht wirklich alles auf dem Schirm haben kann. Aber der liebe Hans hat mich einfach angerufen und mich nochmal daran erinnert. Hört doch selbst. Hi Uwe, hier ist der Hans. Hey Hans, was machst du denn? Wie geht's dir? Ja gut, eben frei. Ich habe eine Überraschung für dich und wollte dich daran erinnern, dass wir am 26.02. nächste Woche unser neues Album Roots auf den Markt bringen. Ach ja, stimmt. Wir haben ja schon zweimal drüber gesprochen im Podcast. Jetzt ist es endlich soweit. Man kommt ja heutzutage mit den ganzen Verschiebungen hin und her immer so ein bisschen durcheinander. Nächste Woche kommt es endlich raus. Da kommt es endlich raus, sowohl als CD als auch als Doppel-LP. Ja, Wahnsinn. Ja, stimmt. Du hast ja schon mal hier auch bei uns im Podcast berichtet. Erzähl doch mal für die, die es nicht gehört haben, worum geht es eigentlich bei dem Album? Das sind doch letztendlich ein Großteil eurer besten Songs in einem völlig anderen Soundgewand. Ja, genau. Also man muss ein bisschen ausholen bei der ganzen Geschichte. Also das Album ist ja während des ersten und zweiten Lockdowns entstanden. Wir haben damals überlegt, was können wir machen, wie können wir die Band am Leben erhalten. Wir haben dann eben auch eine Start-Next-Kampagne gegründet und in dieser Kampagne war auch eben dieses neue Album enthalten. Warum Almost Unplugged, so heißt es ja. Ja, eigentlich deswegen, weil wir ja nicht natürlich so aufnehmen konnten, wie man normalerweise aufnehmen kann. Also wir mussten alles separat zu Hause aufnehmen, jeder für sich. Und da ist eigentlich akustisch noch mit am einfachsten, sage ich mal. Und das war die Idee. Und als ich dann schließlich meine Parts einspielte mit der Akustikgitarre, war ich irgendwann tierisch gelangweilt. Also dieses Geklimpere, auf gut Deutsch gesagt, bei so schnellen Songs, habe mich dann irgendwie aufgeregt. Und da muss man doch irgendwas machen können, dass das ein bisschen peppiger wird und ein bisschen moderner und keine Ahnung. Und auf jeden Fall habe ich mich dann daran erinnert, dass ja früher meine Heroes, die haben ja auch ähnliche Aufnahmen gemacht. Also da gab es ja noch nicht diese brutal verzerrten Gitarren. Da war viel Hammond-Orgel dabei, was wir ja auch haben. Und da haben wir mal gedacht, wieso nimmst du nicht eigentlich deine Strat und spielst eigentlich alles, was die Akustische spielt, mit der Strat einfach mit einem Clean Sound nach. Und das habe ich dann angefangen und das hat mir super gut gefallen. Da habe ich gesagt, wow, das ist es. Und dann, wenn man da immer so eingesperrt in seinem Büro sitzt, dann kommen natürlich viele Ideen. Und dann haben wir gedacht, wieso fängst du eigentlich nicht an, mal deine ganzen Heroes, die dich früher inspiriert haben, mit Jimi Hendrix, Eric Clapton, Lynyrd Skynyrd, die Anfänge und so weiter und so fort. Die haben ja auch mit so leicht angezerrten, cleanen Sounds gearbeitet. Und da habe ich dann angefangen, dass ich die so berühmte Licks wie Layla zum Beispiel
in unsere Songs einzuarbeiten. Die Vorgabe war allerdings, und das ist auch von dem Urheberrecht auch so vorgegeben, du darfst natürlich den Song nicht verändern. Also unseren Originalsong darfst du nicht an das Zitat, so nennt man das, anpassen. Das heißt, weil dann wäre es wiederum ein Plagiat. Also habe ich ja versucht, in unseren Songs das so reinzuspielen, damit es passt, damit es sich gut anhört und natürlich tonal auch richtig ist. Und mir ist dann aufgefallen, dass wirklich manche Sachen, die erkennst du gar nicht mehr. Obwohl du das Original, die Originalmelodie spielst, wenn du drunter andere Akkorde liegen, ist es fast teilweise ein anderer Song. Ja, und so ist das ganze Ding entstanden. Ich habe dann gleich voller Freude den Frank angerufen, habe gesagt, das kannst du auch gleich alles machen. Und, und dann sind natürlich die ersten Sachen rausgekommen mit Led Zeppelin-Themen, Pink Floyd. Also richtig coole Dinge. Und dann haben wir sogar noch einen Wettbewerb auf die CD drauf gemacht, wo die Leute praktisch erraten können, wie viele Zitate sind auf diesen 23 Songs drauf. Und das sind natürlich ziemlich viele. Und da gibt es einen ersten, zweiten, dritten Preis, einfach mal die EP oder die CD einfach mal bestellen. Da ist dann innen drin das alles erklärt. Und dann können die Leute uns schreiben und dann gibt es richtig tolle Preise da zu gewinnen. Naja, also wie gesagt, wie du siehst, in der Pandemie hat man dann doch so den einen oder anderen Einfall. Ja, super. Ja, ich habe ja schon ein paar Mal reinhören dürfen. Du hattest mir ja schon auch bei unseren vorherigen Gesprächen immer wieder mal ein paar Soundfiles geschickt. Und ich finde es echt spannend, das durchzuhören. Akustikalben sind ja grundsätzlich eine spannende Geschichte für Künstler, insbesondere wenn man dann schon weiter fortgeschritten ist und hat auch ein größeres Repertoire. Wir haben ja auch schon mal zusammen ein Akustikalbum aufgenommen vor einigen Jahren. Das war ja mal ein ganzes Konzert, damals noch in der anderen Besetzung. Das war auch sehr spannend, aber ich muss sagen, was du dir jetzt diesmal hast einfallen lassen, auch mit deinen Leuten, ist eine echt tolle, abwechslungsreiche Geschichte, weil man eben die Songs in einem neuen Gewand gehört. Was hat dir denn besonders Spaß gemacht? Welchen Song sozusagen, welchen Original-Bonfire-Song einfach ein bisschen zu veredeln durch diese Roots? Ja, natürlich der Klassiker You Make Me Feel. Da habe ich aber keine Zitate eingebaut, weil der Song an sich ja schon für mich ein Hit ist, den viele Leute kennen. Und da habe ich aber trotzdem auch dieses Konzept, jede Akustikgitarre und auch die Soli, die ja als erstes akustisch da waren, mit eben diesem Clean Sound zu doppeln. Und das hat eine ganz spannende, wie soll ich sagen, Rezeptur entwickelt. Staring Eyes finde ich tierisch gut geraten, mit dem Intro, wo ich mit der Hammond-Orgel, mit Martin Ernst so ein Duell praktisch liefere. Ich finde eigentlich alle Songs gut. Also ich finde, es ist wirklich gut gelungen, vor allem, weil es auch richtig gut produziert wurde, richtig toll gemischt. Also ich finde, bei so einem Album, das muss gut klingen. Also Akustik, Almost Unplugged Album, wenn das schlecht klingt, dann kannst du es vergessen, finde ich. Was mir auch aufgefallen ist, wir kriegen jetzt von AFM immer wieder schon Updates für Besprechungen und Reviews. Und da sind also wirklich auch selbst so Metal-Magazine und richtige harte Jungs, die das irgendwie voll abfeiern, das Ganze. Also das ist erstaunlich eigentlich. Aber wie gesagt, ich habe immer zu den Jungs gesagt, wir müssen sowas erreichen mit dem Album, wie es damals Tesla mit diesem Five-Man-Acoustical-Jam gemacht haben. Das war ja mehr oder weniger eine Unplugged-Geschichte und das war ihr Durchbruch. Und so müssen wir an das Album rangehen, dass wir da wirklich was Besonderes machen, das nicht irgendwie, ja, wir haben jetzt mal mit zwei Akustik getan, und Schlagzeug, Bass und Gesang, die alten Kamellen nachgespielt. Also das wollte ich auf keinen Fall. Und also ich finde, ich bin da wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Ganzen.
Mich freut das, dass es sehr gut ankommt. Das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen, wenn es in der Presse aufgenommen wird. Was mir besonders an diesem Album ja gefällt, ist, ihr habt natürlich auf der einen Seite die Bonfire-Hits, die man braucht, also speziell die Songs, die ja in euren ersten Jahren Bonfire zu dem gemacht haben, was euch ja dann auch international großen Fame eingebracht hat. Aber ihr habt auch auf dem Album Songs drauf, die ich jetzt gar nicht so erwartet hätte, insbesondere Songs auch von The Räuber. Das war ja damals euer Musical, was mit der Theateraufführung von Schiller, ne? Friedrich Schiller, genau. Genau, und da waren letztendlich auch tolle Songs drauf, die damals aber, sage ich mal, im allgemeinen Veröffentlichungswust der Untergang sind. Aber ihr habt jetzt auch diese Songs nochmal rausgeholt und habt da wirklich ganz tolle Geschichten rausgemacht. Ja, auf jeden Fall. Also ich plane ja irgendwie auch sowas nochmal auf die Bühne zu bringen. Also der Räuber ist ja im Endeffekt, die Musik ist ja komplett von uns geschrieben und wir haben ja auch die kompletten Rechte drauf. Und da war schon ein bisschen Kalkül dahinter, dass man diese Songs jetzt nochmal aktualisiert und neu aufnimmt, damit man da auch mit diesen Songs auch die entsprechenden Leute nochmal angehen kann. Des Weiteren wollten wir schon immer mal ein Duett machen, also mit wo Alex mit einer Frau eben eine Ballade singt. Und da ist mir eben die Idee gekommen, als die Lydia ist ja oft bei Shows dabei, also die Frau von Frank. Und wir haben dann auch schon oft mit ihr eine Session gemacht, weil sie wirklich geile Röhre hat auch. Und da ist mir die Idee gekommen, wieso machen wir eigentlich diese Bonfire Family einfach ein bisschen größer und lassen einfach die Frau von Frank da mit dem Alex das Duett singen. Und das hat dann, ich habe sie dann ins Studio eingeladen und das hat wunderbar funktioniert. Also die war so schnell. Also ich glaube, ich kann mich kaum erinnern, wann ein Sänger oder Sängerin ihre Parts so schnell eingesungen hat. Also das war wirklich in 2-3 Stunden war das erledigt. Und Wahnsinn. Und von dem her, ja, also das ist auch der Bringer auch von dem Album, dass wir sowas auch gemacht haben und uns nicht gescheut haben, dann eben auch mal neue Einflüsse oder neue Musiker mit einfließen zu lassen. Und naja, wir werden sehen, was da draus noch wird. Ja, von diesem Song gibt es ja auch ein tolles Video, was er gedreht hat an einer Burgruine. Und erzähl mir noch mal ein bisschen was zu dem Video. Das ist ja sicherlich heutzutage auch nicht so einfach, in Corona-Zeiten mal eben noch so ein Video zu machen. Das war wirklich nicht einfach, das stimmt. Also auch wieder in Corona-Zeiten war ich dort gesessen und habe mir überlegt, was machen wir mit dem Video? Weil man kann ja nicht viel machen. Drinnen ist es sowieso schwierig mit den ganzen Auflagen. Damals gab es auch noch nicht die, was heißt damals, war halt letztes Jahr noch, gab es auch noch nicht die Tests so, wie sie jetzt gibt, dass man sich von der Fernsehshow alle testen lässt und so. Da musst du dir vom Landratsamt erstmal Genehmigung holen, dass du überhaupt drehen darfst. Und und da haben wir überlegt, gut, wir gehen einfach raus. Und dann haben wir überlegt, Bonfire, ein Lagerfeuer braucht man. Und so ist die Idee entstanden. Draußen eine Burg, die Räuber sollten mit einfließen, natürlich. Dann haben wir uns praktisch so Räuberkostüme irgendwo zusammen bestellt und keine Ahnung, Ritterkostüme. Dann war die Idee 3 Leute, mehr war nicht möglich. Also haben wir gesagt, Lydia, Alex und ich, weil ja für die Solis zuständig bin, damit die halt auch gespielt werden. Und ja, dann habe ich so irgendwie im Altmühltal hier, im schönen Bayern, gibt es ja unzählige Burgen und Burgruinen. Da habe ich die alle angeschrieben. Das Problem war, die meisten haben Gastronomie drin und die war halt dann geschlossen. Also da durfte man nicht. Und dann habe ich eben diese Burg Treuchtlingen gefunden. Das ist nicht weit von uns, irgendwie so 50 Kilometer von Ingolstadt weg. Und die, da gibt es einen Burgverein und die waren sofort Feuer und Flamme, haben gesagt, ja klar könnt ihr das machen. Und wir haben auch
eine Hütte, wo ihr euch aufhalten könnt und wo ihr Feuer machen könnt, damit es warm ist. Und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir. Und ja, dann sind wir da, da hingefahren. Da habe ich noch einen Kameramann aufgetan über Martin Ernst, der bei ihm in der Lehre war. Und das war natürlich der Überbringer, weil das ist der Levi. Der ist unheimlich geil, der Typ. Der ist so gut. Also ich habe selten mit so einem guten Kameramann gearbeitet. Sehr schnell, sehr weiß, was er tut. Ganz ein junger Spund und wirklich, wirklich ein geiler Typ. Und dann haben wir das wirklich, haben wir, der Alex ist dann mit seinem Van oder sein Dodge oder was das ist, mit seinem hinten, mit seinem Anhänger, Aufladefläche, hat er dann bei sich in der Nähe so Holz zusammengeholt. Also so spezielles Wurzelholz, das besonders toll brennen soll. Und ist er damit so mit so 50 oder 100 Kilo Holz dahergekommen. War noch mehr, das haben wir dann da hingeschüttet, Feuer alles selber angemacht und ja, man müsst euch das Video mal anschauen. Ich habe dann noch immer dann gedacht, meine Heroes, also so Jimi Hendrix und wie heißt der andere, Ritchie Blackmore, haben ja damals ihre Gitarren mit Feuerzeugbenzin angezündet. Das habe ich selber live gesehen. Dann haben wir gedacht, okay, das mache ich auch, aber ich zünde sie nicht an, ich verbrenne sie. Und dann haben wir sie praktisch, ich habe dann wirklich die Gitarre, mit der ich das Video gedreht habe, habe ich dann am Schluss dann ins Feuer geworfen und ist dann mit einer riesen Stichflamme ist die dann aufgegangen und dann wirklich bis zu den Grundfesten verbrannt. Da waren nur noch die Metallwirbel waren irgendwie über. Und naja, also das war irgendwie der Abschluss dieses Videos, wo er praktisch Karl, der Räuber seiner Amalia, die Liebe bekennt, aber am Schluss sie umbringen muss, weil er seinen Räuberkumpanien das geschworen hat, dass er seine Geliebte praktisch umbringt. Und das ist dann praktisch auch die letzte Szene, wo wir wollten das nicht so brutal darstellen, setzt der Alex, der Lydia, die Dornenkrone auf und dann blutet sie halt aus der Dornenkrone so raus. Und das ist dann die letzte Szene, soll das darstellen, dass die Liebe somit verbrannt wurde und oder halt beendet ist. Ja, ist ein kleiner Spielfilm geworden, das Video ist wirklich toll. Aber nochmal zurück zur brennenden Gitarre, das tat doch schon ein bisschen weh, oder? Natürlich tat es weh, aber ich meine, man muss natürlich auch mal ein paar Opfer bringen. Und ich fand es halt einfach so, wenn ich sowas mache, dann mache ich es irgendwie, wie wir Bayern sagen, dann mache ich es gescheit. Das heißt, wenn ich da jetzt das irgendwie technisch nachgemacht hätte oder irgendwie so was reingeschnitten hätte, das finde ich, das wäre es nicht gewesen. Und finde man soll, wenn man so ein Video dreht, auch so irgendwie so Herzblut mit reinnehmen und die Gitarre musste einfach verbrannt werden für dieses Video und dann habe ich das halt auch gemacht. Gescheit ist auf jeden Fall geworden. Das war aber nicht das einzige Video, was ihr rausgehauen habt in den letzten Wochen. Ihr habt ja noch ein zweites gemacht und das war für American Nights. Das ist ja nun ganz anders geworden und ich weiß nicht, ob es wirklich so geplant war, aber das American Nights Video kam ja fast kurz vorm Super Bowl Finale. Aber und hat auf, also zumindest für mich hat so ein bisschen eingestimmt auf dieses ganze Wochenende, wo ich mich dann auf das American Football Finale gefreut habe. Aber dieses Video ist ja wirklich sehr lustig, vor allen Dingen, weil ihr ja euch wieder auch mal in eine neue Kostümierung quasi reingeschwenkt habt. Ja, klar. Also auch wieder Corona-bedingt natürlich Ideen gekommen, die es war wieder so, man konnte sich wieder nicht treffen und man konnte wieder nicht mit der Band ein Video drehen. Es war wieder nur zu dritt möglich, sprich Alex und ich, die beiden Protagonisten haben halt wieder mal herhalten müssen. Wir sind dann nach Nürnberg eben zum Ingo Spörl gefahren, der das Video gedreht hat. Und wir haben halt dann vorab schon mal überlegt, was können wir machen. American Nights, natürlich sollte es irgendwie die typischen American Klischees drinnen haben. Ich finde für das Video sollte man das auch so machen. Und
der Ingo hatte da eine tolle Idee mit den Bildschirmen und diesen Handy-Bildschirmen, wo das so immer so rumfliegt, dass wir dann praktisch gesagt haben, jeder filmt zu Hause für sich das Video. Kennst du die Geschichten? Da filmst du halt so 5, 6 Versionen und der Ingo schneidet es dann zusammen. Die Idee war dann, dass, damit es trotzdem irgendwo auch als Band rüberkommt, dass wir uns ähnlich anziehen. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wieso machen wir nicht einfach mal was, was Rocker nie tun? Wir machen das Ganze in Anzügen oder in Sakkos oder mit Krawatte oder so. Ne? Also das war dann Vorgabe, dass jeder zumindest ein Sakko und ein Hemd tragen muss. Da war natürlich bei manchen Herren, das kannst du dir vorstellen, der Protest groß. Na, das kann ich nicht, das mache ich nicht. Ah, wieso? Ich hab nicht einmal ein Sakko und keine Ahnung. Und da musste ich halt dann so ein kleines Machtwort sprechen und gesagt, so, das wird so gemacht und wer keins hat, der leiht sich eins oder bestellt sich eins, dann wird es bezahlt. Und mit der Krawatte, das habe ich leider nicht durchgekriegt. Also das war dann nur ich leider, der eine Krawatte anhatte. Eigentlich wollte ich es ja für alle haben oder zumindest eine Fliege. Aber da war dann der Rockerstolz dann doch zu groß. Aber ich finde, so wie es jetzt ist, ist es auch cool geworden. Der Ingo hatte dann 2 Riesenhunde im Studio rumlaufen. Also der eine, der war recht lieb, das ist dieser Chuck, der da auch im Video dabei ist. Und der andere, der war erst 10 Monate alt, das war so eine Dogge. Die war fast so groß wie ich. Und eigentlich habe ich gesagt, wieso lass uns doch mal was Lustiges machen und uns die Hunde auf die Couch setzen. Da sagt der Ingo, das können wir schon machen, aber die Dogge wird dich umschmeißen. Also das wirst du im Endeffekt nicht durchziehen können. Und dann haben wir eben den Chuck genommen und haben ihn da hingesetzt. Und ich fand es irgendwie cool, weil ich eigentlich Angst vor Hunden habe. Und der Chuck aber so lieb war, dass der wollte mich immer abschlecken. Und das, für mich hat es ein bisschen so eine Lockerheit ins Video reingebracht. Und ich finde es cool, dass das nicht immer so, ja, so tierisch ernst alles genommen wird. Und natürlich auch war schon im Hinterkopf auch, wie du schon sagst, der Super Bowl, dass wir den Titel genommen haben. Hast du das Spiel angeguckt? Oder interessierst du dich für American Football? Ich interessiere mich natürlich für Fußball, das weißt du ja. Mhm. Aber der Ronny ist der totale, der ist der volle Fan. Also der hat das richtig gefeiert. Die sitzen ja dann immer mit Burger und mit allen möglichen Sachen. Und der hat das richtig abgefeiert. Also ich habe es mir angeschaut, aber am nächsten Tag, mir war es einfach zu spät. Ich bin schon alt. Ja, feiern wollt ihr natürlich aber trotzdem. Beim letzten Gespräch hast du mir ja erzählt, dass ihr ja eine Release-Show geplant habt. Dazu gab es ja auch eine Startnext-Kampagne. Jetzt habe ich aber die Tage gesehen, dass diese Show auch mal wieder wegen Corona verschoben werden musste. Aber ich habe irgendwas mitbekommen, ihr macht trotzdem was nächste Woche, wenn das Album kommt. Genau, also wir waren natürlich alle total enttäuscht, dass wir die Show nicht machen dürfen. Wir haben bis zuletzt versucht, das irgendwie durchzuziehen, aber es war einfach so, dass für Ronny aus USA und Alessandro aus Italien, die beide geflogen wären, das einfach zu, der Wahnsinn wäre zu groß gewesen. Also die hätten sich dann in USA testen müssen, dann rüberfliegen, nochmal testen. Das Höchste ist ja vor, also in den USA schon 11 Tage in Quarantäne, dann rüberfliegen, wieder testen, nochmal 11 Tage in Quarantäne. Und das gleiche für den Alessandro. Also das war für uns dann, das kannst du einfach keinem zumuten. Und dann wäre es noch so gewesen, dass es gar nicht sicher wäre, ob wir überhaupt die Genehmigung gekriegt hätten. Weil wir können natürlich schon sagen, das ist unser Beruf, wir müssen arbeiten und kriegen dafür vielleicht auch vom Studio eine Genehmigung. Aber da muss trotzdem immer noch das Landratsamt entscheiden, ob die Veranstaltung stattfinden darf. Und das waren einfach zu viele Unsicherheitsfaktoren. Darum haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt
Und die Show wurde jetzt verschoben auf den 12. August. Da findet sie hoffentlich dann statt. Und wir haben gesagt, wir machen jetzt das Ganze trotzdem mit der Albumbesetzung, also mit 8 Leuten, am 26. dieses Mal, also wirklich am Release-Tag um 20 Uhr online. Und da machen wir eine Roots Live Release Livestream. Und da wollen wir diverse Sachen einfach machen. Da haben wir gesagt, die Leute sollen sich alle eine Flasche Sekt, Prosecco oder Champagner, was sie halt, wofür der Geldbeutel halt herhält, einfach hinstellen. Und wir öffnen dann zusammen die Flasche und prosten uns zu. Die Leute können in den Chat auch reinschreiben, die können uns Fragen stellen live im Chat. Wir werden die dann immer, wenn Videos oder Musik läuft, beantworten. Es gibt wie immer, wir verlosen ja ständig, aber ich finde, es gehört sich auch. Es gibt das neue Album Roots zu gewinnen mit diversen Aktionen in der Sendung. Und ja, also wird mir sehr eine lustige Geschichte. Und wie gesagt, wir lassen uns einfach nicht unterbringen. Und ja, ziehen wir durch. Das klingt doch gut, da bin ich auf jeden Fall dabei. Jetzt ist ja, sage ich mal, ein bisschen Zeit vergangen, auch schon wieder seit eurem letzten Superalbum Fistful of Fire. Hast du denn in der Zwischenzeit auch Zeit gehabt, nochmal wieder nicht nur die alten Songs, sag ich mal, aufzupolieren, sondern auch mal neue Songs schon im Kopf zu haben? Ich bin ehrlich, dafür habe ich momentan nicht den Kopf. Also das ist wirklich so, weil wenn man das, also ich bin ja irgendwie, wir haben ja kein Management oder so, sondern eigentlich die meisten Sachen, also fast alles mache halt ich momentan. Und es ist schon viel, viel Arbeit, das alles irgendwo dann gut zu bringen. Und um neue Songs zu schreiben, brauchst du Ruhe, da brauchst du ja einfach die Muse dazu. Und die habe ich einfach gerade nicht. Vor allem, wir haben jetzt in zwei Jahren zwei Alben rausgebracht. Und mit denen müsst ihr ja auch erstmal auf Tour gehen. Genau, wir waren mit Fistful of Fire auch noch nicht auf Tour und ich finde, man soll die Leute auch nicht zu überbelasten mit neuen Sachen. Also da kann man jetzt wirklich das Ganze schon mal ein bisschen setzen lassen, jetzt mal die beiden Alben, dass die Leute sich auch das anhören und damit zurechtkommen und so weiter und so fort. Ich habe genügend Ideen, die ich in der Schublade, die ich immer wieder aufnehme, wenn mir was einfällt, wenn ich übe oder so, dann nehme ich das immer auf. Und also wenn es jetzt hieße, wir müssen ein neues Album machen, dann hätte ich da genügend Sachen, die ich dann rausziehen kann, wo ich dann einfach anfange, einen Song darum zu stricken. Nur momentan sehe ich halt die Zeit jetzt nicht gekommen, dass man jetzt schon wieder an neuen Songs arbeitet. Hans, das kann ich vollkommen verstehen. Wir freuen uns jetzt erstmal auf einen tollen Release von Roots. Endlich. Wir haben lange drüber gesprochen und oftmals darüber philosophiert. Jetzt ist es endlich soweit. Roots steht in den Startlöchern. Ich wünsche euch nächste Woche eine tolle Party. Ich werde natürlich dabei sein und euch auch zuprosten. Mal gucken, was ich mir für einen edlen Tropfen aufmache zu diesem Event. Ich wünsche euch einen guten Release. Hoffentlich sehen wir uns bald auf Tour, weil es muss ja endlich auch mal raus. Und ich bin gespannt, wie das Ganze live ankommen wird, sowohl bei den eingesottenen Bonfire-Fans als auch bei den Leuten, die vielleicht Bonfire früher mal richtig gut fanden in den 80ern und euch dann irgendwo verloren haben und jetzt tatsächlich, sag ich mal, durch die Kritiken auch in den etwas härteren Magazinen wieder auf euch stoßen. Ich drücke euch die Daumen, Hans. Danke, dass du mich angerufen hast. Alles Gute, bis bald. Uwe, danke dir. Ciao. Wenn dir diese Episode gefallen hat, folge mir doch gerne beim Podcast-Dealer deines Vertrauens, damit du auch die nächste Folge nicht verpasst. Du bekommst die ganze Staffel als kostenloses Abo unter anderem bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Soundcloud, YouTube, dem Podcast-Portal von Google oder natürlich über meine Homepage theblogofrock.com. Höre dir dort auch die bereits veröffentlichten Stories an, denn jede Woche gibt es hier neues Futter. Und vor allem
Erzähl es deinen Freunden und teile die frohe Kunde auf Social Media. Alles klar? Dann hören wir uns ja wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, keep on rockin'!